Hallo meine lieben Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas anderes. Heute mal wieder ein neues Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man in Scrap Mechanic RC Autos baut. Das heißt, ferngesteuerte Autos, die man von wo auch immer steuern kann, ohne in dem Auto zu sitzen. Also als allererstes, was ihr braucht, ist natürlich ein Auto. Und ich habe hier schon mal eins gebaut. Und ich zeige euch, wie das gemacht ist. Es ist einfach ganz normal. Einfach hier zwei Motoren. Dann Reifen. Ja, zwei Motoren, Reifen. Ich habe jetzt hier noch eine Federung in dem Fall drin. Und das ist eigentlich alles, was ihr braucht. So. Und jetzt, damit ihr dieses Fahrzeug ferngesteuert machen könnt, brauchen wir noch etwas. Und zwar den Sitz. Dafür bauen wir jetzt einfach hier mal eine Plattform. Das ist eigentlich völlig egal. Ich baue hier noch ein paar Füße dran. Ach, das. Ich weiß jetzt nicht, was das bringen würde. So. Und hier oben drauf nimmt der einen Sitz. Das ist ganz egal. Könnt auch noch ein paar Schalter drauf tun, wenn ihr wollt. So. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Und dazu brauchen wir das Weld Tool. Und dann könnt ihr einfach irgendeinen Block nehmen und Bearings. Und was wir machen jetzt, ganz wichtig. Wir müssen an die Seite vom Auto ein Bearing tun. Dann tun wir einen Block hin, noch ein Bearing. Und dann Blöcke. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht mit dem Wiring Tool. Einfach ein Block gesandwiched von zwei Bearings an das Auto. Und dann nehmt ihr dieses hier und weldet das einfach hier dran. Was ihr jetzt machen könnt, ist verkabeln. Also, und jetzt wenn wir sehen, ach, das ist falsch, können wir das Auto fahren. Müssen wir nur noch die Motoren hochstellen. So. Jetzt fährt das Auto. Aber jetzt denkt ihr euch sicher, das ist ja richtig scheiße, weil das Auto fährt ja nicht wirklich. Gut. Was ihr machen müsst, ist, ihr seht jetzt diesen Block, der könnte sich jetzt drehen, was auch immer. Diesen Block mit den zwei Bearings. Den löscht ihr jetzt in der Mitte. So. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Verbindungen sind noch da, obwohl dies nicht mehr verbunden ist. Jetzt kann ich das Auto fahren. Ich kann hier die Lichter an- und ausschalten. Zum Beispiel hier ist genau dasselbe. Ist eigentlich dasselbe Auto. Wenn wir hier wieder den Block, den wir wegnehmen können. Oder ich habe auch noch dieses Auto hier, auch ziemlich cool. Ich glaube, mal gucken, diesen Block hier müssen wir weg. Steht das nicht gerade hier? Das geht ja gar nicht. So. Hier in diesem Fall seht ihr, dass die Motoren in dem Fall auf der Plattform sind, was natürlich auch funktioniert. Und dann könnt ihr jetzt von hier einfach das Auto steuern. Das macht mega viel Spaß. Und nur mal als Inspiration, was ihr damit machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr sowas bauen. Habe ich jetzt hier. Es ist extrem. Es laggt extrem. Oh. So, es geht eigentlich. Ah, jetzt. Boah. Okay, auch wie auch immer. Das hier ist ein Turm. Und hier haben wir vier Sitze und vier Möglichkeiten, Autos hinzutun. Und hier habe ich zum Beispiel dieses Auto hier. Oh Gott, jetzt läuft's. Und ja, hier war mal eine Tür, aber okay, ist auch egal. Kommen wir hier hoch. So, gucken, welcher Sitz
der hier. Dann können wir hier einsteigen in den Sitz. Dann gehen wir in First Person und drücken wir so. Lala. Und jetzt können wir hier super das Auto steuern. Und mit dem Ding könnte man hier unten, wie man sieht, noch den ganzen Turm drehen. Es funktioniert aber leider nicht so gut, wie man sieht, weil es sich nicht wirklich bewegt. Das ist einfach nicht stark genug. Jetzt können wir hier einfach unseren Wagen fahren und von hier oben haben wir halt eine viel bessere Aussicht. Obwohl es natürlich ziemlich kacke ist, wenn jetzt der Wagen umfällt. Oder was ich zum Beispiel auch habe, selbst gebaut habe, ist dieses Fahrzeug. Das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe an dieses Fahrzeug hinten das Auto dran gebaut. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, hat es hier einen zweiten Sitz. Und jetzt müssen wir rausfahren, fahren wir mal kurz ein bisschen weiter. Also normalerweise fliegt das, deswegen ist es jetzt ein bisschen komisch, weil dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Hier sehen wir das Auto da hinten. Was wir jetzt machen können, während der eine fliegt, kann der andere hinten mit dem Auto hinterherfahren, was auch richtig cool ist. Also es gibt hier auf jeden Fall ziemlich viele coole Möglichkeiten. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das vorher aussah. Dieses hier. Vorher sieht eigentlich fast genau gleich aus. Einfach, dass wenn wir reingehen, haben wir hier keinen zweiten Sitz oder sowas, sondern nur hier den normalen Sitz. Können wir hier so rumfliegen, wenn wir wollen. Und jetzt glitscht hier wieder alles rum. Wie auch immer, das waren noch so ein paar Ideen, was man damit machen kann. Und RC Cars in Scrap Mechanic. Och man. Mega cool auf jeden Fall. Kommen wir hier raus. Raus. Ja. Mega cool und super easy und komplett ohne Mods. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir einen Kommentar, sagt mir, was ich besser machen kann und vor allen Dingen bitte gebt mir Videovorschläge, was wollt ihr sehen, was wollt ihr wissen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiterhin nichts verpassen möchtet. Vielen Dank und tschüss.